Recht herzlich willkommen zur 76. Folge von Grand Age Medieval. Ja, hier Konstantinopel, das ist jetzt nicht mehr unser Gebiet, sondern jetzt müssen wir hier oben irgendwas bei Odessa besuchen und gucken, dass wir da friedlich eine Stadt übernehmen. Das wird sich schon wieder schwierig anstellen, sag ich mal, ne? Dann gucken wir mal, ist das Milos? Nein, Milos ist wahrscheinlich da. Wer hatte denn eine Route? Haben beide. Er hat nur 500, dann mach den mal wieder los. Und er hat Dusan, Milos Dusan hat auch eine Route. Jetzt ist die Frage, nehmen wir den oder nehmen wir den nicht? Lass den mal fahren, der war ja auch irgendwo unterwegs. Kann ich die Route nochmal sehen? Route planen. Ah, er war da unten unterwegs, alles klar. Dann lass die mal so. Ja, jetzt machen wir jetzt im Endeffekt, zack, irgendwo, wo es ein Gasthaus gibt, einen Händler machen. Mal hier ein Gasthaus, ja. Kriegen wir hier einen Händler hin. Was ist das? Bauwaren fehlen, um was noch zu holen? Wagen? Na komm, dann gehen wir hier mal raus, gehen nach Sofia, da kriegen wir auf jeden Fall das, denke ich, mal hin, oder? Gasthaus, Händler, anwerben. Dauert eine Weile. Dann holen wir da einen neuen Händler und dann gucken wir mal, was wir da fertig gemacht kriegen. Warte mal, Karren gibt's hier und die werden wir dann auch gleich bestellen. Hier. 5. Und halt pro Woche Ladekapazität, das sind dann 5. Ne, das ist mir zu wenig. 15. Sollte man schon haben, ne? Die sind schon 7 Karren in der Stadt? Nein, ne, oder? Und wenn, dann wäre es auch egal. So, da raus, damit es auch weiterläuft, ne? So, jetzt müssten wir gucken, haben wir irgendwo noch Militär? Nö. Alles von dann wahrscheinlich. Dann können wir in die Kaserne gehen und machen dort ein Speer, oder? Speer bauen wir ein. Ich hoffe, der wird schneller fertig als die anderen, aber wir könnten natürlich den Trupp auch benutzen. Und hier oben mal hinlaufen, ne? Mit denen kann man auch was ausspionieren. Odessa ist natürlich eine große Stadt mit 6. Ist die Frage, ob das einfach ist, so eine große Stadt zu übernehmen. Das wäre natürlich das Ideale, aber vielleicht sollten wir da nochmal überlegen. So, der Speer ist jetzt fertig. Bin ich ausgewählt? Ja, gucken. Der ist wahrscheinlich eher da wie der Bautrupp. Sehen wir gleich. Das ist der Bautrupp, ne? Und der Speer überholt gerade, habt ihr gesehen? So läuft's. Gut, dann gucken wir mal gerade, ob wir noch eine weitere Stadt finden. So gut wie angekommen. Was ist das? Obelisk. Aber da ist Kiew. Ist aber auch eine große Stadt. Aufsitzen. Gehen wir einfach mal den Wegen nach, ne? Warenhaufen. Also, da müssen wir da mal hin. In der Nähe. Oh, wer ist das? Luxe, toll. Das war's dann. Die Einheit ist kaputt. Brauchen wir nicht drüber reden, ne? Jo. Wo war Sofia? Hier unten. Gleich die nächste Einheit bauen. Ja, der Speer. Wo ist denn der? Der. Nehmen wir den. Füllen wir den aus. Der Händler. Ah, den müssen wir da erstmal anklicken. Mirko Vukovic heißt der. Nur möglich in Städten mit Gasthof. Da müssten aber schon welche fertig sein, oder? Ach, das ist gar nicht der richtige Händler wahrscheinlich.
Das ist der richtige Ende. Krasimir Karabelov. So, der hat jetzt 15 Wagen schon dabei. Und da werden noch weitere Wagen gebaut werden. Aber wir gucken erstmal so rein, was wir da mitnehmen können. Also da werden die sich bestimmt drüber freuen, hier über dieses, ne? Nehmen wir das erstmal mit, oder? So. Hier und da wären auch noch genug, aber ich glaube, das wollen die gar nicht haben. 60 ist, glaube ich, eigentlich auch ein ganz guter Kurs, ne? Ja. 60 nehmen wir auch mit. Ja, Getreide lohnt nicht. Ausgeschlossen. Dann gehen wir da mal gucken. Das ist der Bautrupp. Den holen wir wieder zurück, das bringt so nichts. Wir ziehen los. Lass die mal losziehen, genau. Wir gucken, ob die Einheit hier ist noch nicht fertig. Hier muss ja auch einer kommen gleich. Die dauern wohl etwas länger. Der Speer geht schneller. Gucken wir mal, was wir in Odessa handeln können dann, ne? Gut, dann kommen wir da an. Jetzt können wir mal reingucken. 61 lohnt sich nicht. Und hier ist es 80. Da können wir 26 verkaufen. Mal ein klein bisschen plus. Dann gehen wir mal nach Kiew und gucken, ob da was los ist. Vielleicht sind wir noch ein bisschen mehr, aber ist die Frage, wo man hier lang gehen könnte noch, ne? Gleicher Preis. Und da gehen auch noch ein paar. Oh, wieder 26. Aber jetzt nicht so wirklich was gebracht, ne? Ja, da kann man leider nichts sehen. Wo läuft der dann lang? Da lang, weil er den Strecke nicht kennt, oder? Königsberg? Handelsabbau benötigt, okay. Dann laufen wir nicht so weit, dann bleibt man hier. Und dann müssen wir gucken, dass wir diese Einheit vorschicken. Wir reiten los. Ja, reitet mal los. Machen wir aber hier hin. Dann müssen wir ein bisschen vorsichtiger vorgehen diesmal dann. Schnell müssen wir die Einheit dann doch nicht verlieren, ne? Gut, der kommt da schon. Wir reiten los! So. Auf, auf! Aufsitzen! So, hier noch ein bisschen lang. Dann kriegen wir das schon hin. So gut wie da. Bisschen höher. Jetzt mal hier rechts gucken, wo der Weg lang geht, ne? Was war das jetzt? Banditenlager. Okay, das müssen wir jetzt nicht unbedingt ausheben. Okay, da gibt es eine Wegkreuzung. Dolmen. Ich weiß nicht, was ein Dolmen ist. Kenne ich so nicht. Und wird nicht lang dauern. Auch schön. So gut wie da. Wo geht's denn hier hin? Warte mal, wenn da oben Königsberg ist, dann keine Ahnung. Minsk ist da. Aber da können wir nicht. Wir haben den ja nicht angegriffen, ne? Kreml. Ist dahinter noch was? Nö, nicht wirklich. Wir reiten los! Aufsitzen! Gucken wir mal, was der Weg hier bringt. Hier kenne ich nicht den Ort. Auf, auf! Chernihiv, keine Ahnung, sagt mir nichts der Name. Aber das ist ja dann auch wieder nichts. Wir reiten los! Da ist ein Bahnhaufen. So gut wie da. Okay.
reiten los. War nicht viel. Das Ziel ist zu weit entfernt. Die Truppen laufen da dann doch nicht mehr hin. Ziel ist zu weit entfernt. Okay. Gucken wir mal hier. Ist denn so wenig von dem? Hat er nur drei Städte? Oder was? Warenhaufen, den nehmen wir mit. Aber mitten in der Landschaft ist schon krass, oder? Wir reiten los! Na, dann gucken wir mal hier, wo wir losreiten. Wird nicht lang dauern. Okay, der Bär war woanders, wenn das ein Bär war. Wo war das? Jetzt sehe ich das nicht mehr. Doch, Craiova. Wir reiten los! Komm, gehen wir da auch noch zur Spitze. Jetzt hier auf der Krim oder was sind wir hier? Ja, ist, ne, oder? Doch, das müsste die Krim sein. So gut wie da. Da ist ein Schiffswrack, gucken wir doch mal rein. Oh, die können wir sogar schlagen. Stabwaffen haben sie, naja, das ist nicht so toll. Aber die werden wir gleich schlagen. Zehn. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Vorbei. So, und jetzt hätte ich gerne noch gewusst, was mit dem Schiffswrack ist. Einen Goldschatz gefunden. Guck an. 50.000. Das ist doch schon mal was, ne? Ziel nicht erreichbar. Ah, weiter dürfen wir wohl nicht. Auf, auf! Klock, klock. Ja, das ist dann die Ostgrenze zurzeit. Das war jetzt unten das Schwarze Meer. Da rechts neben ist diese Maus. Wenn man die von oben anguckt, sagt man auch schon mal, ne? Das Kaspische Meer ist das. Ja, schade, ne? Wir reiten los. Interessant ist, dass hier ein Weg ist. Den darf ich aber wohl nicht benutzen. Soweit ist es dann noch nicht freigeschaltet. Den Warenhaufen kriege ich auch nicht. Schade, ne? Wird nicht lang dauern. Ja, das heißt, Dnipropetrovsk oder so ähnlich ist dann wahrscheinlich das Ziel, ne? So, gucken wir, dass das Gebirge noch freilegen. Oh. Wir reiten los. Den Warenhaufen können wir aber nehmen. Hm, der war auch nicht schlecht. So gut wie da. Okay. Dürfen wir nicht. Wird nicht lang dauern. Da oben dürfen wir lang. Aufsitzen. Okay. Wird nicht lang dauern. Da dürfen wir auch noch lang. Da ist noch eine schicke Stadt dann. Aufsitzen. Da dürfen wir wieder lang. So gut wie da. Hier gibt es ganz viele Handelswege. Wird nicht lang aber dauern. Wir dürfen da nicht lang. Auf, auf! Okay. Auf, auf! Ja, bringt jetzt nichts darum, weiter zu forschen. Ist zwar auch eine schöne Sache, aber lassen wir erstmal soweit sein. Wir haben auf jeden Fall jetzt drei Städte von dem Barnabas oder wie auch immer hieß. Und ich würde sagen, wir sichern mal hier die Wegeskreuzung. Was der Obelisk bringt, ach, lass es. Geht dahin. So, jetzt brauchen wir unseren Händler wieder, den wir hatten. Der befindet sich hier. Gucken wir mal da rein. Ist der gleiche Preis geblieben? Hier geht aber was. Hä?
Odessa ausgewählt. Krasimir Caravello ist auch ausgewählt. Aber ich darf nichts verkaufen hier, oder was? Ja, dann gehen wir doch mal hier hin. Hier muss eine Stadt sein. Ja, ist doch eine, oder? Jetzt geht's. Gucken wir uns in der Stadt mal um. Okay. Ne, haben wir kein Handelsabkommen mit dem wahrscheinlich, ne? Nur in der Hauptstadt geht das, oder wie sehe ich das? Müssen wir mal gucken. Ja. Die sind ganz schön langsam, die Truppen, ne? Und wir sind Stufe 3. Eigenartig. Oh, guck mal, dann gehen wir doch mal gerade den Warenhaufen einsammeln, oder? 65.000. Diplomatie. Was mit mir zu besprechen? Angebot unterbreiten. Ja, bestimmt. Haben wir immer. 100.000. Auswahl. Bündnis. Angriff. Sympathie. Ware. Stadt. Geht das? Weiß ich nicht. Sympathie ist 50, ist ja schon mal ziemlich hoch, ne? Hier ist 0, das ist schlecht. Dieses Angebot scheint mir stimmig. Okay, das ist schon mal schön. Ein gutes Angebot für mich. Ja, auf jeden Fall, du kriegst nochmal 100.000. Und dann haben wir hier ein Bündnis, Militärbündnis. Kann ich denn jetzt schon handeln? Okay, das würde wenn jetzt gehen. Habe ich irgendwas falsch gemacht, dass es da nicht ging? Doch. Aber es ist ja auch gut, wenn man so ein Bündnis hat, ne? Das verkaufen wir da. Ach, wir können ja mal gucken, was wir kaufen könnten, ne? 39. vier Fälle kosten 120. Nehmen wir mal mit. Salz. Ist auch so. Honig ist. Ne, lass mal weg. Gut. Ausgeschlossen. Gucken wir mal da rein dann. Bauwaren fehlen da, okay. Gucken wir mal in Dnipropetrovsk. Das geht nicht. Na, guck mal, wir haben es für 120 gekauft und für 110 geht das auch. Hat ja wieder gut geklappt, ne? Hier können wir noch was verkaufen. Diplomatie 59%, ja, war da was. Ja, gut. Ach, guck mal, da oben hat er noch eine Stadt jetzt. Jetzt können wir dann weiter gucken, ob wir das Bündnis mit dem haben. Kursk, das sagt mir wieder was. So. Bleiben wir bei 80. Verkaufen wir noch 16. Hier geht ein bisschen mehr. Machen wir mal so. 25. Na, geht nicht. Da lohnt's nicht. Das ist unmöglich. 18 muss ja bei ihm eine Stadt sein. Dann geht da nochmal hin. Diese Einheit könnte jetzt weiter erforschen, wenn, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht.
Gut. Okay, aber ich würde auch sagen, für die Folge soll es erst reichen. Dann schauen wir bei der nächsten Folge weiter, wie wir das mit dem Handeln hinkriegen, dass wir da die Sympathien vor allem verbessern. Das wird sich schwierig gestalten, aber das müssen wir auch in Angriff nehmen dann. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.